Hallo liebe Freunde des Fischfangs, hier sind wir wieder bei Dredge. So, wir sind hier in Großmark angelandet zum Tach und Krach. Sind hier hingedüst, mitten in der Nacht. So, wir haben jetzt hier alles eingebaut, alles ist repariert. So, wir müssen jetzt zum Händler rüber. Um mal zu schauen, was er Schönes für uns hat. Weil wir haben ja... Ups, wo fahre ich denn hier? Gegen dieses Ding da. Okay. Ah, ich meine, ja mal ein Häuser ausgelegt gehabt, oder? So, Korb prüfen. Halleluja, was haben wir denn da alles drin? Okay. Uff. Oh, da könnte man eine Anomalie kriegen. Können wir nochmal unsere Angel testen. Oh, wir haben überhaupt gar keinen Platz hier. Stimmt, es ist ja alles. Wir können eigentlich schon mal zurückfahren. Dann sind wir zumindest ganz krabbenlos. Jo. Ganz vergessen. Ich muss die ganzen Körper mal wieder einsammeln. So, Fischhändler. Dann nimm die mal alle hier. Zack. Ah, da ist jetzt eine Birne kaputt. Das ist nicht gut. Und kann man schon wieder was reparieren lassen. Ja, wunderbar. Weil ich zu blöd bin zum Fahren hier. Ja, je schneller unser Schiff wird, desto schwieriger ist es auch manchmal, mal langsam zu manövrieren. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier irgendeine Anomalie rein. Irk. Aber auch, ja. Wunderbar. Der Blut, Haut, Hai. Sehnen und Bänder überziehen die Flossen dieses blutigen Jägers. Die machtvollen Kiefer sind auch von offen liegenden Muskelsträngen umspannt. Das ist ja, schön. Ja. Okay, so. Gucken wir mal. Was der Händler zu den ganzen Krammern. Gibt es den Dockarbeiter eigentlich noch? Ist der mittlerweile. Ja, der ist irgendwie. Der ist, keine Ahnung, was der gekriegt hat. Nun ja. So, wir müssen ein paar Sachen verkaufen. Dann haben wir ja noch diese Steintafel. Da müssen wir immer fragen, was es damit auf sich hat. Und das können wir eigentlich auch alles verticken hier, den Krempel. Ah ja, ein Silberteller, Sextant. Jo. So, mein Freund. Hallo, hallo, was kann ich heute für dich tun? Ich habe ein paar Schmuckstücke für dich. Hervorragend, lass mal sehen. So, wir können eigentlich alles für 600 verkaufen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das hat sich ja gelohnt. So. Und dann zeigen wir mal die Steintafel. Denn dann nimmt dir die Steintafel ab und mustert sie eingehend, während er sie in den Händen herumdreht. Bemerkenswert. Ja, ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Er greift in ein hohes Regalbrett und holt einen ähnlich aussehenden Stein herunter, allerdings mit einer dickeren Staubschicht. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Du hast das in der Nähe der Ruinen von Teufelsgrat gefunden, nicht wahr? Ja. Okay. Ja, nun, ich nehme an, da draußen gibt es davon noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, während du nach den anderen Fragmenten suchst. Hm. Hast du ein paar Schmuckstücke für mich? Nee, habe ich nicht mehr. Du hast alles. Das nimmst du ja nicht, ne? Das auch nicht. Und die verkaufe ich auf jeden Fall nicht. Aber wie viel gibt es denn von diesen? Okay, dann müssen wir mal in die Mission gucken. Finde noch mehr Steintafeln. Hm. Der Händler sagt, es gibt noch mehr von diesen Steintafeln. Ich soll die ihm bringen, falls ich wirklich finde. Eins von... Ja, toll. Wissen wir nicht. Okay, wir müssen noch Relikte suchen. Okay, das haben wir noch nicht. Ach, wir müssen noch den... Wir wissen noch, wo der Quastenflosser ist. Stimmt, das müssen wir hier noch sagen. Habe ich das nicht? Echt? Oh. Ja, und die Statuen. Ich glaube, das machen wir aber allerdings nicht sofort. Weil dann ist mir ein bisschen zu heikel mit diesen Statuen. Wer weiß, dass wir damit auslösen. Stopp. Uah, stopp. Oh, ey. Scheiße. Warum lässt er dich denn so schlecht manövrieren hier in so engen Stellen? Der driftet zu stark hier.
So, dann wollen wir mal den Hai verkaufen. So, der bringt doch einiges. Nicht schlecht. Das haben wir ja auch noch, den Rachen der Tiefe, ne? Stimmt. Vielleicht schmeiße ich den Messer in einem anderen Gebiet raus, statt hier wieder. Das wäre ein bisschen Verschwendung, glaube ich. Sagt die irgendwas noch Neues, Interessantes? Ne. Können diesen Düsentrieb einbauen, aber ich glaube, der bringt auch nicht mehr als das, was ich hier habe. Sprengstoff hat sie keinen. Sollte ich nochmal ein Netz einbauen? Wir haben jetzt ja hier die Angel, die für alles ist, ne? Und hier haben die, ja. Mangrove vulkanisch. Ja, das ist die. Die ist auch vulkanisch und Küstennähe. Und Flachwasser. Ja, ja, reich müssen wir nicht mehr werden mit diesen ganzen Fischen. Wir haben genug Geld. Dann bräuchte ich auch nicht unbedingt ein Schleppnetz. Obwohl es einige Fischsorten gibt, die man nur mit Schleppnetz fangen kann, wenn ich das richtig sehe. Angel, hier zum Beispiel, das da, was immer das ist, das können wir nur mit einem Schleppnetz fangen. Also, du musst das irgendwann mal ausprobieren. Und da haben wir auch noch was noch nicht gefunden. Es gibt noch einige Fische hier. Das ist bestimmt Mondfisch oder sowas, dieses Riesending. Ozeanisch, haben wir auch noch nicht gefunden. Den haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Wo gibt's denn den? Gute Frage. Blaue Makrele, da können wir dretschen, brauchen wir aber nicht. Goldflunder, Kabeljau, Grenadierfisch. Das blaue Makrele. Grauer Aal. Ich noch irgendwelche Fischplätze. Da war ich noch nicht. Da gibt es noch einen unbekannten Fisch. Na sowas. Was ist das? Ein Segelfisch. Au. Okay. Der nimmt aber ordentlich Platz weg. Unglaublich flink, bringt aber nicht viel ein. Na danke. Ja, der nimmt unglaublich viel Platz weg. Okay, jetzt haben wir auch schon mal einen Segelfisch gefunden. So. Was haben wir hier? Bronzehai. Stachelrochen. Da ist auch noch irgendwas Gruseliges. Das ist ein Tiefseefisch. Was? Was war das? Da. Abyssal. Hier? Nee. Quälen. Da, oder? Tiefsee-Bartelfisch. Blau. Moment. Blaue Quäle. Aha. Zum Süden. Also neue Fischart wäre auch nicht schlecht. Damit können wir unsere engste Globalisierung mal irgendwann mal ein bisschen vervollständigen. So, was haben wir hier jetzt? Halleluja, was ist das?
Ein Wiepernfisch. Diese länglichen Fische lauern am Meeresboden auf Beute, die sie blitzschnell ergreifen können. Ja, gut. Ja, wenn man da lebt, hat man nicht viele Chancen, immer was zu essen kriegen. Deshalb muss man einmal zupacken und dann muss es sitzen. Deshalb sehen die auch immer so gruselig aus, mit diesen Zähnen. Ja. Die sind dann relativ einfach zu... Es geht jetzt echt schneller mit diesem Boost-Ding hier. Dann spart natürlich dadurch auch Zeit, wenn wir schneller angeln können, weil während des Angelns vergeht hier Zeit im Spiel. Und je schneller wir angeln können, desto mehr Zeit haben wir natürlich zur Verfügung. So, jetzt müssen wir allerdings auch wieder zurückfahren. Was ist das? War man das schon mal in diesem Wrack oder ist das wieder eine Falle? Oh. Hier ist Schrott. Okay. Oh, hier ist Schmuck. Okay, hier waren wir noch nicht. Okay. Jetzt hat man da hier schon alles weggeräubert. Das ist Silberschmuck, okay. Was sind... Was sind wir denn jetzt hier? Ah. Oh, shit! Du kriegst mich nicht. Das ist ein Anglerfisch. Der angelt allerdings Schiffe. Nö. Nix da. Traut er sich hier ins Licht? Nein. Huiuiui, okay. Ist nochmal gut gegangen. So, jetzt haben wir aber hier einiges gefangen, Freunde. Was bringen die denn? Ach, so wenig bringen die doch gar nicht. Das waren jetzt 393. Wer hat denn gesagt, die bringen nichts? Tschö. Dann müssen wir noch reparieren. Nö. Gut, dann können wir eigentlich. Naja. Wir können noch mal rausfahren zum Schmuckhändler. Drehen ihm noch dieses Silberamulett an und dann können wir abhauen. So, Herr Händler. Guten Tag. Zum Glück arbeiten Sie Tag und Nacht. Ja. Zack, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Kleingeld. Für unterwegs. So, dann machen wir mal Haier hier. Damit wir gut erholt wieder zurückfahren können. So. Zu unserem Teufelsgrat. Gut, dann legen wir mal ab hier. Oh, ne, jetzt haben wir wieder so ein Wetter. So, wir müssen einmal in die andere Richtung. Moment. Da lang, ne? Die falsche Rumgurke. Wir müssen auch diese Dinger hier, ne? Ja. Ja. Nehmen wir mal mit unserer Händlerin vom Ponton mit. Das kleines Einstandsgeschenk hier noch. Naja, das mal kreieren. Dann können wir ihr auch dann erzählen, dass wir diesen komischen Quastenflosser gefangen haben. Waren wir schon mal in diesem Altar hier? Hm. Okay. Kann ich jetzt gar nicht erinnern. Sind wir schon mal um diese Insel gefahren? Wir erkunden ja eigentlich schon immer gerne alles, aber da vergesse es dann auch wieder ein bisschen. Hier gibt es ja so gar nichts, ne? Ne, sieht nicht so aus. Hier gibt es hier gerne mal Eier, ne? Ja. Na gut, wenn wir schon hier sind. Haben wir noch was fürs Mittagessen. So. Hier ist eine Hütte. Oder was ist das?
Oh, da ist nichts. Dann sind wir vielleicht hier doch schon mal gewesen. Da gibt's Holz. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir mal ein bisschen Gas hier. Hier noch im Hellen ankommen. Ah, da ist der Ponton schon. Oh, hier wird schon wieder eine komische Stimmung hier wieder. Nebel und Sonne. Alles in goldenen Farben getaucht. Hier ist wieder der Vulkan, der blubbert. An. Fischmarkt. So, dann wollen wir erstmal die Fische verkaufen. Und dann reden wir nochmal mit der Händlerin. So. Ich habe einen Quastenflosser gefangen. Das sind gute Nachrichten. Da ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier für dich. Es könnte dir von Nutzen sein. Oh, danke schön. Das sind dann wirklich alle. Wow. Dass ich meine Aufzeichnung mal abschließen würde. Gibt es noch etwas, worüber du reden willst? Nee. Ja, das war ja noch unspektakulär. Na gut. Dann können wir jetzt noch mal ein bisschen was in die Forschung stecken. So. Klang. Freigeschaltet. Hochmotorisiert. Eine neue Errungenschaft. Powermotor. Okay. So, das haben wir eigentlich fast alles bis auf das Ding. Dann haben wir hier noch was. Aber ob die mir was bringen, weiß ich nicht. Und hier könnte man auch diese Körbe erforschen. Dann gibt es hier diesen Superkorb. Na komm, dann machen wir die als nächstes. Dann habe ich noch einen Teil. Ach, ich muss den erst erforschen. Dann kann ich weitermachen. Das ist ein robuster Krabbenkorb. Ja, das Ding hier ist aber besser, was wir da haben. Das ist ein ausgetüftelter Krabbenkorb und hat einer lang getüftelt. Und dann haben wir einen schweren Krabbenkorb. 7 Tage hält der. Ja gut. Aber den jetzt brauchen, weil der hält hier 11 Tage. Das ist schon der Krabbenkorb der Hölle. Weil da ist es ja auch. Irgendwie. So, hier haben wir auch noch was. Lecker. Ja, die Schuppenfußschnecke. Gut, die wollen wir nochmal auch einsammeln und dann schmeißen wir hier mal. Gucken. Welchen schmeißen wir dann raus? Ah. Der Rache in der Tiefe. Okay, ne. Genau den wollte ich. Genau, der ist eh kaputt. Dann können wir die auch noch verkaufen hier. So, mal sehen, was der fängt hier in der Zeit. So. Du hast hier nochmal diese komischen Krabben. So. Mal gucken, was haben wir jetzt hier, wenn wir die Motoren mal alle zusammenrechnen. Der bringt 28,1.
Sie bringen insgesamt hier 93,3 Knoten, wenn ich alles zusammenrechne. Mhm. 6 Felder, der bringt hier 72. Bringt das wirklich was? Dann hätte ich 72 plus 20 und 90 und dann nochmal das. Das hier sind 7,9. Dann habe ich hier nochmal 20,2. Und dann wird unterm Strich dann schon mehr sein. Okay, das wäre schon eine Steigerung. Ah, gut. Moment. Kann man ja auch drehen, ne? Bring ich mal meinen. Ja, gut. Wir kaufen den nochmal, das ist zu umständlich. So, dann bauen wir den hier ein. So, haben wir auch schon Nacht. So. Das dürfte ein gutes Stück schneller sein. Mit dem noch. Und wir können uns noch einen von denen dazu kaufen. Hier haben wir noch einmal Platz. So, dann haben wir nochmal 10. Dann sind wir über 100. Dann sind wir das Einzelschnellboot hier. Mal, mal testen. Ui, das war jetzt echt flott. Uiuiui, okay. Der rennt ja jetzt richtig, was war das? Da fährt ein Schiff. Ein Segelschiff. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Will ich mir das ein? Also er hier, oder... Ist das wieder so eine Art Anglerfisch, der sich allerdings als was anderes getarnt hat? Ist es weg. Okay. Das wird hier. Da hinten fährt auch wieder so ein Schiff rum. Aber dieser normale kleine Dampfer. Die antwortet auch immer mit dem Signal, was man selber abgibt. Das ist echt witzig. Ui, lecker. Wieder ein Krümmhai. Ah. Das hört sich aber nicht gut an. Wir legen mal an. Ja. Okay, bevor wir komplett wahnsinnig sind, machen wir lieber mal ein bisschen higher, higher. Hui. Okay. Da haben wir doch jetzt tatsächlich ein Geisterschiff gesehen. Da liegt es diesmal mit Segeln. Da bin ich jetzt aber echt verblüfft. Da bin ich schon was gefangen. Ja, so eine komische Kramme. So, hier ist ein Vulkan. Oh, oh.
Hier sind diese komischen kleinen Quellgeisterfische. So, wir müssen Steintafeln finden. Nochmal als zusätzliche Aufgabe. Eine gute Frage. Hier rumfahren. Dann wahrscheinlich da hinten irgendwo. Wo wir noch nicht waren. Ups. Aus. Ach nee, die ist schon wieder. Wie irgendwo ein Vulkan hier. Kommen Sie hinterher? Ja. Oder ab. Okay, wenn man über so einen Vulkan fährt, kann man den damit verscheuchen. Die mögen nämlich das heiße Wasser nicht. Ich weiß auch nicht, ob das auch für die Big Mama hier gilt, für das Mutterschiff hier. Aber die Kleinen mögen diese kleinen Vulkane nicht. Dann können wir die zumindest ein bisschen los. Oder ist sie ja. Oh, oh, wenn man vom Teufel spricht. Und die schwimmen zum Glück in eine andere Richtung. Oh Mann, ey. Hier sind nur Fische. Was ist das hier? Das sind diese Rochen. Die Frage, wo wir jetzt hier... Wo sind wir denn? Wo wir hier irgendwo... Jetzt hier Steintafeln finden sollen. Wahrscheinlich hier wieder irgendwo zwischen diesen... Vielleicht hier versteckt. Hier muss man was sprengen. Ach, guck mal, hier kommen sie nicht hinterher, weil hier auch ein Vulkanschlot ist. Hier könnte man was sprengen, ja. Okay. Und dann benutzen wir mal die Sprengladung. Wumpsi! Jetzt eine Abkürzung oder hat uns das was gebracht? Ich dachte, hier wäre was dahinter. Oh, da ist was, aber das sind nur die Bleichenrochen wahrscheinlich. Der Blubberzwiener, hier ist ein Altar. Welcher ist das? Den haben wir schon besucht. Der ist nicht mehr in Funktion. Okay. Gut, also hier ist nichts. Wo sind wir jetzt da? Weil da glitzert das nur. Damit wir das sprengen. Da ist hinter ist aber nichts. Okay. Wo kommen wir hier eigentlich? Vollgas durchfahren. Kommt doch, kommt doch. Kleinen Quellgeister. Und die Frage ist, wo kriegen wir jetzt hier noch was? Oh. Das Ding wieder angefahren. Hier haben wir nicht gesehen. Was haben wir denn hier alles so? Okay, das ist diese Insel. Das hier ist nur Krempel. Das ist Schrott. Hier ist wieder Rauch rum. Die schwimmt die ganze Zeit hier in der Gegend rum. Ist hier noch irgendwas? Übersehen haben. Und
da drüben ist ein Schlot. Jetzt fahren wir nochmal drüber. Das Viech. Wo finden wir jetzt hier diese verdammten Steintafeln? Wahrscheinlich hier irgendwo zwischen diesen ganzen Trümmern versteckt. Die Frage ist nur, wo? Weil das wird uns eigentlich hier nicht leicht machen, im Spiel die Dinger zu finden. Da schwimmt das Biest schon wieder rum. Hier ist auch dieses Geisterschiff rumgefahren. Den Altar haben wir auch schon besucht, ne? Oder? Ach ja, da genau, da waren wir schon. Auch wieder was zum Springen. Ist dahinter auch was? Nee. Das ist nur eine Abkürzung. Bringt mir mal da nichts. Hier sind dann diese kleinen Mistviecher. Jetzt wird tiefrot. Das sind lustige Tische. Ah, das sind diese Bartmännchen wieder, ne? Ja. Ah. Da blubbert was. Das sind nur Fische vermutlich. Da ist irgendwas am Glänzen. Was ist das? Oh, das könnte so ein Ding sein. Eine Steintafel! Jawohl! So, jetzt müssen wir die nur noch sicher nach Hause bringen, ohne dass die das Schiff kaputt machen oder mich hier rammen oder so. Oder sowas. Sehr gut, sehr gut. Hier ist nur Schrott. Naja, das brauche ich nicht, beziehungsweise das ist Stoff. Ah. Nein, lass mich in Ruhe. Das war ein Tonton. I'm sorry, falscher Knopf, aber egal. Aber dann ist es eine sichere Überfahrt. Oh, hier gibt es eine Anomalie. Eine Chance drauf. Ja, haben wir auch. Zack. Und schon wieder aus. Sehr schön. So, dann haben wir noch wieder eine Steintafel. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir die auch wieder zurückbringen. Wunderbar. 633. Das hat er gut was gebracht hier. So, wie sieht es eigentlich mit den Missionen aus? Wir haben jetzt nur noch die Steintafelgeschichte. Da haben wir jetzt wieder eine gefunden. Die Statuen und die Reliktgeschichte. Das sind eigentlich alle... vermutlich mal eine Mission erledigt. Obwohl, hier sieht es aus, als wäre da noch was. Oder hier. Hm. Okay, das mit den Flammen haben wir auf jeden Fall noch. Wir kaufen besser nochmal Sprengstoff. Man weiß ja nie. Wir haben jetzt auch sehr viel Geld. Und wir kaufen auch nochmal ein Forschungsteil. Salavi. Dann erforschen wir auch nochmal einen weiteren Korb. Dann sind wir da auch mal weiter. So. Ein gutes. Gut. Dann würde ich mal heier machen. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt wieder zurück zu unserem Händler und versuchen mal rauszufinden, ob er uns sagt, wie viel von diesen Steintafeln wir jetzt da finden müssen. Jetzt haben wir eine zweite gefunden. Er hat ja auch noch eine. Bin ich mal gespannt,
was da rauskommt. Ich hoffe ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.